Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Heute wird es Bio beim Junkfood Guru, denn ich habe mir heute eine Pizza von Follow Food ausgesucht, eine Mozzarella Pizza von der Biomarke Follow Food, und ihr kennt die vielleicht auch schon. Das heißt hier Follow Pizza, die gibt es auch als Follow Fish, die findet ihr mittlerweile fast in jedem Supermarkt. Ich habe die schon im Edeka gesehen, im Rewe gesehen, also nicht in jedem Supermarkt, aber in sehr vielen Supermärkten, und die sind wirklich bio, nachhaltig, und diese Pizza ist sogar mit 100% grüner Energie produziert, also besser geht es eigentlich gar nicht. Ich habe die Pizza hier im Rewe gekauft. Ehrlicherweise muss ich sagen, ich habe von Follow Pizza habe ich die Hummus Pizza gesucht. Die machen nämlich auch eine Hummus Pizza. Wenn ihr die irgendwo in Hamburg seht, sagt Bescheid. Die wollte ich mir eigentlich kaufen. Dann ist es aber die Pizza Mozzarella geworden. Die hat mich überzeugt, auch wegen den Nährwerten. Ja, die Pizza hat 273 Gramm und insgesamt hat sie dadurch 597 Kalorien, was ich ziemlich geil finde. Das ist eine Pizza, die kann ich mir noch abends auf der Couch gönnen, habe ich gedacht. Und alles Bio, Mozzarella und ohne Zusatzstoffe, haben die auch drauf geschrieben. Selbst wenn Zusatzstoffe nach Bio-Verordnung erlaubt wären, würden sie die nicht reinmachen. Deswegen dachte ich mir, Mensch, das hört sich gut an, die Marke ist sympathisch, möchte ich euch heute einfach mal zeigen. Und Pizza, es gibt immer tausend Gründe, eine Pizza zu essen, finde ich. Und jetzt, heute ist es mal Bio und es ist Follow Pizza und das freut mich ganz besonders. Und ich zeige euch gleich mal, wie die tiefgefroren aussieht. Dann schauen wir uns mal die Pizza im tiefgefrorenen Zustand an. So sieht sie aus mit den Tomaten. Käse ist auf jeden Fall genügend drauf, genügend Mozzarella. Sie war allerdings auch wie jede Tiefkühlpizza in Plastik eingepackt. Und ich glaube, dass das eventuell mit den deutschen Lebensmittelhygienevorschriften zusammenhängt und es vielleicht aktuell noch keine andere Lösung gibt, dass die halt immer in Plastik eingepackt sein müssen. Denn ansonsten steht ja alles auf Nachhaltigkeit und auf Grün. So ihr Lieben, die Pizza ist jetzt 12 Minuten im Ofen circa. Ich lasse sie noch ein bisschen drin. Ihr könnt sehen, dass die Cherry-Tomaten hier so ein bisschen Wasser gelassen haben. Und das Wasser sorgt dafür, dass der Käse nicht so schnell schmilzt. Es verlangsamt also so ein bisschen den Käseschmelzprozess. Und es könnte auch dazu führen, dass die Pizza so ein bisschen durchsapscht. Was natürlich nicht so toll ist. Deswegen Cherry-Tomaten, der natürliche Feind einer großen Pizza, Fragezeichen. Wir werden es gleich erfahren. Und jetzt schauen wir uns mal das fertige Ergebnis an. Ich musste sie wirklich 15 Minuten im Backofen drin lassen, damit der Käse schmilzt. Der Teig ist auf jeden Fall knusprig geworden. Ihr könnt das hier sehen. Aber die Tomaten haben wirklich etwas Wasser gelassen, und es könnte sein, dass das nachher so ein bisschen weich wird, wenn das durch den Teich durchkommt. Aber schauen wir mal. So kann es sich aber wirklich sehen lassen. So ihr Lieben, die Pizza ist fertig und jetzt wird probiert. Ich hoffe, sie ist nicht mehr zu heiß und ich kann hier schön reinbeißen. Ich habe die gerade durchgeschnitten, habe auch so ein bisschen was schon von der Tomatensoße probiert dabei, und ich muss sagen, die war schon mal fruchtig, richtig lecker. Oh mein Gott, schaut euch diesen Teig an. Hauchdünn. Ich liebe dünnen Teig. Hauchdünn, knusprig. Tomatig, fruchtig. Ich liebe diese Tomaten, so richtig lecker. Ich bin ja ein ganz, ganz großer Pizza-Fan, muss ich sagen. Okay, muss ich nicht sagen, wisst ihr wahrscheinlich auch. Ich liebe es, Tiefkühlpizza im Backofen zuzubereiten, weil ich finde, da habe ich wirklich ein Talent. Vielleicht nicht in der Küche, aber Tiefkühlpizza im Backofen perfekt hinzubekommen, das ist auch eine Leistung, finde ich, die halt Anerkennung verdient, oder? Ja. Und diese Pizza hat auch Anerkennung verdient, dass sie Bio ist, Bio-Mozzarella und wirklich alles biologische Zutaten. Und sie schmeckt gut. Sie schmeckt wirklich gut. Sie ist nicht so sapschig geworden, wie ich gedacht habe. Und dann schön saftig, nicht zu trocken. Hat einen schönen dünnen Teig, was ich sehr gerne mag. Ich werde mir jetzt mal das Stückchen noch gönnen.
Der Mozzarella, ihr Lieben, der schmeckt richtig lecker. Der hat sich ja gerade so ein bisschen unschön beim Essen ist der in meinen Mund gerutscht, aber er war wirklich lecker. Und ich hoffe, dass es mit dem Essen hier nicht immer zu lange dauert. Wie du schreibst mal in die Kommentare. Jetzt könnte ich auch wieder so ein schnelles Vorspulen einbauen, während ich die Pizza esse. Aber ich mag es auch ganz gerne reinzubeißen und euch direkt zu sagen, wie es mir schmeckt, was ich gerade empfinde. Ich finde den Teig sensationell. Ich mag die Tomatensoße. Der Mozzarella ist super und hat so ein paar Cherry-Tomaten. Vielleicht würde ich da doch eher eine andere Zutat drauf machen. Was ist nun mal eine Mozzarella? Pizza mit diesen Cherry-Tomaten. Würde ich auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich der Pizza wirklich sehr gut gemeinte 8 Punkte geben, ihr Lieben. Ich finde die wirklich sehr lecker. Ich werde auf jeden Fall nochmal andere Pizzen von der Marke Follow Food bzw. Follow Pizza heißt dann ja die Marke von der Follow Food Firma probieren, weil ich die ganz gerne supporten möchte als Bio-Unternehmen und mit so einem nachhaltigen Ansatz. 3,99 € habt ihr dafür bezahlt im Rewe, bekommt ihr aber auch im Edeka und in anderen Supermärkten. Hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren, Daumen nach oben und wir sehen uns hoffentlich wieder im nächsten Video, ihr Lieben. Tschüss!